Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Goldtagebuch präsentieren. Es ist mittlerweile wieder insgesamt 4 Wochen her, dass wir das letzte Mal den Postkasten aufgemacht haben und geguckt haben, wie viel Gold da so drin ist. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt als allererstes mal an, bevor wir hier mit dem Opening starten, auf welchem Stand wir aktuell sind. Dazu habe ich hier meine mehr oder minder schicke Tabelle. Und letzte Woche sind wir stehen geblieben bei meinem Main-Account bei 25,3 Millionen. Second-Account hatte 166 Millionen und zusammen waren wir quasi bei 191 Millionen. Da sind wir hier unter diese 200-Millionen-Grenze gerutscht, liegt aber dran, weil wir sehr, sehr hohe Konsumausgaben haben. Was ist jetzt in dem Kontext quasi Konsumausgaben? Sprich, das sind Ausgaben, die haben mit dem Goldmaking nichts zu tun. Also dafür habe ich mir jetzt keine Mats gekauft, um wieder Gold zu machen, sondern das sind Ausgaben für irgendwelche Sachen, die ich mir halt einfach kaufe, um mehr T-Mog zu haben, irgendwelche Mounts, Pets, irgendwie sowas, ne? Also war relativ teuer, über 21 Millionen haben wir da ausgegeben. Und ja, heißt, selbst wenn wir diese Konsumausgaben nicht getätigt hätten, hätten wir mit dem Goldmaking 7 Millionen plus gemacht. Da wir halt diese riesen Konsumausgaben hatten, haben wir halt quasi 14 Millionen minus gemacht, ne? Aber gut. Dieses Mal ist es auch wieder relativ groß mit den Konsumausgaben. Ich habe 5,2 Millionen ausgegeben. Es sind hier verschiedene Beträge. Ihr seht einmal 2,4 Millionen. Das war quasi ein Gold-Opening. Da habe ich Gold ausgegeben. Beziehungsweise Waste-of-Money-Video war das. Das ist ein Waste-of-Money-Video mit 1,3 Millionen, das hier auch. Und die 400.000, die habe ich ein bisschen verkackt tatsächlich. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Machen wir das mal kurz zu. Ich habe mir nämlich aus dem Black Market ein T3-Teil gekauft. Und ich dachte, es ist ein Druid-Teil. Ich habe nicht vernünftig geguckt. Und ihr seht, es ist zwar Leder und ich kann es lernen, aber es ist ein Rogue-Teil. Und naja, ich sag mal so, ich brauche die Dinger sowieso irgendwann mal für meine Collection, wenn ich alles haben will. Aber ich habe halt jetzt 400.000 für so ein scheiß Rogue-Teil ausgegeben. Ist halt ein bisschen ärgerlich, aber gut. Das sind, sind halt Fehler, aus denen man vielleicht lernen kann. Lieber die Sachen nochmal genauer angucken, welches Set das ist und nicht einfach blindlings kaufen. Gut, vor allem ich habe dann gestern, war ich doch dran gehockt und habe gehofft, bitte, bitte, bitte überbietet mich einer. Ja, keine Chance. Sonst, wenn du sowas haben willst, wirst du immer überboten. Wenn du es nicht haben willst, bietet halt keiner drauf. Okay, heißt, was wir von der Tabelle festhalten können, bei 191,7 oder so sind wir jetzt quasi vor 4 Wochen gewesen. Und jetzt habe ich mit dem Main-Account 16 Millionen und ein paar Zerhackte. Und mit dem Second-Account sind wir bei 155,5, heißt zusammen sind wir da etwa bei 170 und ein bisschen was. Ne, 171 und ein bisschen was, so rum. Heißt, wir haben Pi mal Daumen, ganz grob gesagt, 20 Millionen Minus gemacht. Diese 20 Millionen Minus sind halt diese 5 Millionen ein bisschen was und 15 Millionen habe ich in Mats investiert. Ist eigentlich relativ viel. Vielleicht habe ich irgendwo was vergessen. Ich würde aber sagen, wir gucken jetzt einfach mal im Postkasten, wie viel wir von dem wieder rausholen. Und ja, ich hoffe, wir machen ein bisschen Gewinn und können vielleicht sogar die 5 Millionen an Konsumausgaben wieder wettmachen. Wäre gut. Aber wir werden sehen. Gut, dafür machen wir jetzt einmal hier den Chat ein bisschen hoch, dass ihr auch seht, was ich hier raushole. Und dann erkläre ich nebenbei, was ich so mache, wie ich mein Gold verdiene für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, um das so ein bisschen zu sehen. Also, was verkaufe ich hier hauptsächlich? Mit dem Char habe ich einmal Lederer und ich habe Schmiedekunst. Und ich verkaufe sowohl bei Schmiedekunst als auch bei Lederer die Legendary-Teile von 4 bis quasi 7, was ja Maximum ist. Oh, jetzt habe ich das T-Mog-Teil rausgeholt. Gerade das T-Mog gelernt. Die verkaufe ich. Dann verkaufe ich noch die Items, die man quasi ganz normal anlegen kann. Das sind die hier. Für quasi verschiedene Itemstufen. Einmal 2,33 und wenn wir hier das andere Mal nehmen, dann haben wir 2,62. Das mache ich bei Leder, das mache ich bei Kette und das mache ich bei quasi Plattengear. Da kommt schon einiges rum und was hier natürlich auch noch dabei ist, ist ab und an ein Haufen Stuff, den ich halt so kriege. Ich mache zum Beispiel jeden Tag einmal Scholo, weil ich dann noch ein T-Mog-Teil rausbrauche für meine Sammlung. Habe ich ein paar Harmoniepartikel dabei. Ich habe hier auch einiges an T-Mog-Items noch da zwischen reinliegen. Das ist aber das Mindere, was ich quasi am Gold mache, ne? Ihr seht, 99% sind die Craft-Items. Ich habe einiges T-Mog, weil ich vor ein paar Monaten meine ganzen Dublonen rausgehauen habe. Also diese Seefahrer-Dublonen, die hat man ja damals über Inselexpeditionen unter anderem gekriegt.
Und da hatte ich halt auf verschiedenen Chars noch einige rumliegen, sagen wir es mal so. Ein paar tausend, die habe ich dann alle genommen, habe mir diese Säcke gekauft und dann im Haufen T-Mog-Sachen rausgezogen. Das Ding ist, manche von diesen T-Mog-Items, die man rauskriegt, sind 100.000 aufwärts Gold wert. Das Problem ist, ich habe halt so viele Marken noch gehabt, dass ich halt den Markt so ein bisschen mit meinen T-Mog-Sachen überschwemmt habe und manchmal teilweise von diesen seltenen 10 Dinger mal hat. Ne? Das hat einer ein anderes drin und ich habe mal 10 von diesen Teilen drin. Also von dem her ist es da ein bisschen überschwemmt. Fürs Goldmaking wäre es wahrscheinlich sinniger gewesen, immer nur ein paar Dublonen auszugeben, um dementsprechend immer mal wieder nur 2-3 Items im AH zu haben. Erstmal, um nicht mit dieser Menge den Markt zu drücken, aber auch, was ich eben schon das Problem hatte, man muss halt diese ganzen Sachen immer und immer wieder einstellen oder muss halt irgendwo lagern. Und ich habe hier auf Blackmon nicht sonderlich viele Chars, deswegen ist die Lagerkapazität eher schwierig. Heißt, alle Items, die ich verkaufen will, versuche ich auch durchgehend im AH zu haben. Einfach, dass ich meinen Briefkasten nicht verstopft ist. Ne? Das ist schon mal so das Erste. Und vorhin habe ich jetzt gerade bestimmt 20, 25 Minuten wieder alles eingestellt, dass ich allein das Gold rausnehmen kann. Das ist halt auch so eine Sache. Gut, um vielleicht jetzt auf die Crafted Items wieder zurückzukommen. Aktuell ist der Markt natürlich sehr down. Ne? Es ist ein bisschen Downtime, du hast quasi so ein bisschen das Sommerloch jetzt gehabt. Man hat natürlich jetzt nicht viel neuen Content. Die Legendary Sales waren vielleicht am Anfang, als jetzt die vierte Season kam, 1-2 Wochen, waren die wieder halbwegs okay. Da ist es ein bisschen hochgespiked, aber man merkt, es droppt schon ganz schön. Sonderlich viele Verkäufe hatte ich jetzt nicht. 900 irgendwas, das ist okay, würde ich jetzt mal behaupten, für so etwa einen Monat, aber ich hatte halt schon teilweise mehr als das Doppelte, ne? Das zum einen. Und was das größere Problem ist, die Gewinnmargen sind natürlich relativ niedrig. Klar, jetzt mit 9.27 wurden ja alle Auktionshäuser komplett EU-weit zusammengelegt, zumindest bei stapelhaften Items oder Items, die man halt stapeln kann. Und dementsprechend sind ja einige Mattpreise auch ziemlich runtergegangen, was mir tatsächlich entgegenkommt, weil ich dann einfach günstiger die Sachen herstellen kann. Aber zum gleichen Zeitpunkt haben natürlich mehr Leute dann angefangen, Sachen zu craften und damit hast du natürlich auch die Problematik, hast du mehr Konkurrenz, die Leute droppen den Preis runter und dann verdienst du natürlich teilweise nicht mehr viel und bei manchen Items bist du sogar im Minus. Und da kann ich mal was zeigen. Ich habe hier ein Add-on, das trackt die Legendaries, wie viel Gewinn man macht. Und ihr seht, alle Sachen, die rot sind, dann, wenn du es herstellen würdest, machst du mit jedem Teil, das du herstellst, Minus. Jetzt schaut euch an, wie viele Sachen grün sind, wie viele Sachen quasi rot sind. Und die weißen kannst du auch vergessen, weil weiß bedeutet, ich mache halt nur ein paar Prozent Gewinn und ihr müsst immer rechnen, ihr habt einen Auktionshauscut. 5%, wenn ihr verkauft, geht schon mal aus Auktionshaus. Also wenn ihr 5% irgendwas Gewinn macht beim Item, stellt es nicht her, weil die 5% komplett an Auktionshaus ihr schon verliert. Also ihr müsst Minimum 7, 8, 9, 10, am besten 10 Aufwärtsprozent Gewinn machen, sonst rentiert sich das nicht herzustellen. Weil teilweise habt ihr auch die Kosten, es immer wieder einzustellen, auch wenn ihr es nicht verkauft. Und das sind ja auch schon Kosten. Also da muss man sich immer ein bisschen bewusst sein, ein Item für nur 5, 6% mehr, wie man es vielleicht rausgekauft hat, einzustellen, ist eigentlich immer ein miese Geschäft. Genau, also ihr seht, der Markt ist halt hier gerade relativ für den Sack tatsächlich. Gut, was haben wir jetzt rausgezogen? Insgesamt 7.095.000 und ein paar Zerhackte hinten. Ist nett, ist ganz okay, würde ich mal sagen. Klar, es sind nicht mehr die goldenen Zeiten, wo du dann im Monat irgendwie 30, 40 Millionen machst, aber ein bisschen was haben wir jetzt hier rausgezogen. Gut, und hier mein T3-Teil, das ziehen wir jetzt mal hier runter, das will ich nämlich nochmal behalten. Und dann würde ich sagen, loggen wir hier mal weiter. Und zwar, ich habe ja ein paar mehr Server, die ich mittlerweile Sachen am Machen bin. Hier mit Main mache ich eigentlich relativ regelmäßig meinen Stuff, dass ich mein Zeug alles einstelle. Früher habe ich tatsächlich untertags öfter mal quasi Repost gemacht. Heißt, meine Sachen gecancelt, wieder neu eingestellt. Aktuell, muss ich ehrlich gestehen, bin ich ein bisschen lazy. Mache es meistens nur so, dass ich einmal am Tag meinen ganzen Stuff einstelle. Vielleicht noch einen Repost machen, das war's. Wenn ihr natürlich effizient Gold machen wollt, dann vor allem auf einem größeren Server, solltet ihr untertags öfter mal die Sachen rausnehmen, wieder neu einstellen. Das kann man ja unter anderem mit TSM machen. Damit macht man Gold. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen faul, die Gewinnspannen sind nicht mehr so hoch und das ist natürlich ein Zeitinvestment, ne? Dass man halt da auch ein bisschen gucken muss, rentiert sich das, die Zeit zu investieren, im Verhältnis zu dem, was man noch an Gewinn mit dem Repost zum Beispiel machen kann. Gut, jetzt sind wir auf einem anderen Char, auf einem zweiten Account, mit dem verkaufe ich einfach alles mögliche an Crap. Ihr seht, das sind teilweise Materialien, das sind teilweise irgendwelche T-Mog-Teile, alles mögliche,
was ich halt einfach irgendwo, wenn ich unterwegs bin, mit meinen Chars bekomme und das ich eigentlich nicht brauche. Bevor ich das beim Händler weghau, schmeiße ich halt diesen kompletten Crap, wie ich es nenne, einfach ins Auktionshaus. Und ihr seht, ein bisschen Gold kommt da rum. Es ist nicht viel, aber Kleinvieh macht halt auch Mist, ne? Wenn ihr dann für ein paar Essenzen Gold kriegt, ihr kriegt dann für irgendwelche Partikel Gold, mal von Sageras habe ich hier, ein paar T-Mox-Sachen sind drin, ein paar tausend Gold sind es. Und ja, die nehme ich halt mit. War hier kein High-Price-T-Mog-Item drin, deswegen war das jetzt nicht sonderlich viel. Aber immerhin 246.000, ist okay. Halt, da ist auch nochmal ein paar bleiche Knochen. Die nehmen wir auch noch mit. Und dann loggen wir weiter. Und zwar auf Antonidas, hier auf dem zweiten Account, habe ich noch zwei weitere Chars, mit denen ich auch Legendaries verkaufe und die normalen Gear-Sachen. Und zwar hier einmal den Monk und den Hunter. Das wollen wir erstmal auf den Hunter einloggen. Dabei bin ich auf dem Main-Account hier mit dem Hexer schon am Start. Und mit dem Hexer ist es so eine Sache. Mit dem Hexer verkaufe ich hauptsächlich Crap-Items, also alles mögliche, was hier auf Lothar bei meinen Twinks anfällt, wenn ich irgendwas mache, so wie bei dem Druid eben. Und zusätzlich habe ich aber bei dem auch einmal hier im Schneider. Und das hier ist hier ein Low-Pop-Server. Es ist so, dass man hier nicht wirklich viel verkauft. Und ich habe Schneider eigentlich hier die Legendaries nur gelevelt für meine Collection. Ne? Ich habe nämlich mein Main-Account habe ich quasi keinen Schneider gehabt in einem High-Pop-Server, wo ich dementsprechend für die Collection alle Rezepte lernen konnte. Deswegen habe ich den hier auf dem Low-Pop-Server genommen. Den Char gibt es auch seit Classic, der hat auch ein paar alte Rezepte. Und ich habe eigentlich hier nur für die Collection das gelevelt, aber ab und an, alle 2-3 Tage, stelle ich halt das Zeug auch rein. Ne? Deswegen sind hier nicht sonderlich viele Sales von den Legendaries. Es wird auch ehrlich gesagt nicht viel rausgehen, wenn ich es öfter einstelle, weil halt hier auf dem Server relativ wenig los ist und dementsprechend man auch relativ wenig verkauft. Ne? Das meiste, was ich hier verkaufe, sind halt dann auch irgendwelche Mattsachen und ja, das wird auch ein bisschen Kleinviehmistzeug sein, aber ein bisschen Gold kommt da bestimmt rum. Schauen wir mal, was wir jetzt hier zum Beispiel haben. Sind irgendwelche Fische, teilweise irgendwelche alten Tränke, was ich verkaufe, irgendwelche Ingi-Bolzen. Das sind teilweise auch irgendwelche. Ich frage mich, wer jetzt so ein Fleisch aus Burning Crusade kauft, ne, was da teilweise auch dabei ist. Aber gut, scheint wegzugehen. Und hier habt ihr gesehen, ein paar Legendary-Teile sind auch drin, 20.000, 30.000. Das einzige Schöne ist, auf diesen Low-Pop-Servern hast du auch weniger Konkurrenz. Und dann sind die Gewinnmargen von den Legendaries auch einen Ticken höher. Das ist halt so ein bisschen der Vorteil. Was haben wir da verkauft? 400.000. Naja, ist jetzt auch nicht das große Gold, wenn wir ehrlich sind. Dann loggen wir mal weiter. Und zwar. Einmal haben wir jetzt hier auch auf dem Lothar Lopop Server noch einen Shami. Mit dem habe ich auch Juve einfach nur deswegen gelevelt, weil ich die Rezepte auf dem Main-Account haben wollte. Aber da verkaufe ich auch nicht viel. Aber ein bisschen was müsste kommen. So, jetzt sind wir hier auf Antonidas, auf meinem Second-Account. Und warte mal, da müssten wir jetzt wieder ein paar mehr Verkäufe haben. Können wir das einmal aufmachen? Nehmen wir mal alles raus. Hier ist es so, dass ich mit dem einmal Lederer und Juve habe. Ziehen wir das mal vielleicht hoch, dass ihr es seht. Das seht ihr nicht. Hier Juve und Lederer. Und ja, da mache ich eigentlich dasselbe wie auf dem Main mit dem Lederer, Kette und Leder Legendaries, als auch die 233er und die 262er Items verkaufe ich. Und dann Juve kann man halt einen Hals und einen Ring verkaufen. Auch Legendaries und 232 und 262er Items. Auch hier ist es natürlich so auf dem Hype-Hop-Server. Es ist nicht mehr ganz so effizient, wie es jetzt quasi mal war, als jetzt quasi Ser Mortis rauskam. Da kamen ja Riesenumsätze. Oder jetzt, gut, auch die ersten 2 Wochen, als die Season 4 gestartet ist, war es auch ganz okay. Aber seitdem geht es natürlich auch nach unten. Wobei mir es scheint, dass zumindest die 233er Teile hier noch ein bisschen mehr Gold wert sind als auf Blackmore. Auf Blackmore scheint mir die Konkurrenz noch ein bisschen härter tatsächlich zu sein. Auch hier waren es jetzt 600-700 Items. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ein paar Millionen müssten es sein. Ne? Jetzt schauen wir mal, was haben wir bis jetzt rausgezogen? 1,8 Millionen. Ja, ich denke mal, so 3-4 müsste es auf jeden Fall noch rumkommen. Aber ihr seht, es sind hier kaum Sachen, die über 30 Millionen sind. Die meisten Legendaries zwischen 20.000 kriege ich vielleicht für so ein Legendary. Klar, die Craft-Kosten sind sehr niedrig mittlerweile, ne, weil die Mats halt sehr günstig sind. Vor allem im Lederbereich. Wenn du den Hornbalk noch 1 Gold zahlst und für dann einen Verzauberten vielleicht 10, 15 Gold, da kannst du nicht meckern. Das Teuerste an der Geschichte sind tatsächlich immer noch die Legendary-Sense. Ne? Also das macht wirklich jetzt 90% von den Craft-Kosten aus, 80% vielleicht.
Was halt auch noch relativ teuer ist, sind halt diese Bonitkristalle. Ich muss mal gucken, wie die genau heißen. Seht ihr, ich bin hier die Splitter. Boralsplitter, genau. Die Kosten haben halt einen Fixpreis beim Händler, ne? Die werden halt über das Auktionshaus schlichtweg nicht günstiger. So, da la. Ich muss auch mal ein bisschen schauen, ne? Dass ich nicht zu spät bin mit der Aufnahme, weil nach 30 Tagen genau läuft halt alles ab und wenn das Zeug abläuft, dann ist es halt weg. Du kannst zwar theoretisch es wiederholen, aber es ist ein bisschen umständlich. Da gibt es diese Gegenstandswiederherstellung und ja, die hängt ein bisschen und die hat dann auch quasi eine gewisse Aufladung bzw. einen Timer, wie oft du die benutzen kannst. Also man sollte nicht gucken, dass hier Sachen auslaufen. Gut, das können wir noch löschen. Da ist der Anhang weg. Was haben wir jetzt rausgezogen? Ach, hier unten steht's. 5,7 Millionen. Das ist ganz okay. Ganz okay. Ist zwar nicht so die Zeiten, wo ich dann teilweise bei dem Char immer zwischendrin unterbrechen musste. Ne? Das war vor ein paar Monaten. Da habe ich Gold rausgezogen. Dann war es quasi... Warte mal, wir können das hier mal auch schnell einstellen. Dann war es tatsächlich so, dass ich Goldcap war, auf dem Goldcap war, quasi wieder Gold wegschicken musste, wieder Zeug rausholen, war wieder Goldcap, musste wegschicken. Das waren natürlich die schöneren Seiten. Man muss aber auch dazu sagen, da habe ich dann auch 2-3 Goldcaps gebraucht, um dementsprechend die Sachen herzustellen. Ne? Mittlerweile langen mir ein paar Millionen, um die ganzen Sachen für einen Monat immer wieder herzustellen und muss dann halt nicht immer wieder Gold zu dem Hin- und Herschicken. Ne? Das... Im Endeffekt ist es ja nur relevant, was man an Gewinn hat und nicht, was man an Umsatz hat, weil der durchlaufende Umsatz, der bringt ja im Endeffekt nichts. Ne? Wenn du natürlich extreme Kosten beim Herstellen hast, dafür auch mehr einnimmst, aber der Gewinn kleiner ist, dann ist natürlich auch nicht, hast du davon halt quasi auch nicht mehr. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir noch auf hier den Monk und beim anderen bin ich auf dem Shami eingeloggt und ihr seht, das passt auf eine Seite. Bei dem verkaufe ich halt auch nicht so oft. Wie gesagt, das ist hier Lothar, der Lopop-Server. Immer mal, wenn ich bei dem einlogge und gerade hier beim Postkasten stehe, nehme ich das Zeug raus, stelle es wieder ein. Aber ihr seht, da sind mal 7 Tage, 8 Tage, da sind teilweise immer x Tage dazwischen drin Lücke, weil ich halt die Sachen da nicht regelmäßig mache. Aber den Char habe ich halt auch nur wegen den Rezepten mir hochgezogen, ne, dass ich dementsprechend die für die Collection habe. Und ich dachte mir, gut, komm, ein bisschen nutzen wir es noch, aber jetzt jeden Tag reposten ist tatsächlich da nicht vonnöten von meiner Sicht aus. Gut, jetzt können wir schon mal gucken und das in der Tabelle eintragen. Warte mal, ich ziehe das mal rüber, dann kann ich das schöner eintragen. Also hier haben wir 23.943.000. Okay. Ich würde sagen, jetzt logge ich da schon mal wieder um zum Main. Also, Main-Account haben wir auf jeden Fall ein bisschen miese gemacht, aber wie gesagt, wir hatten ja Konsumausgaben von über 5 Millionen. Und jetzt loggen wir dann noch auf den anderen ein, beziehungsweise jetzt erstmal hier nochmal zurück auf den Main. Gut, und dann sind wir jetzt hier noch auf dem letzten Char, den ich brauche. Das ist mein Monk. Oh Mist, da ist einiges ausgelaufen, das müssen wir jetzt erst nochmal rausholen. Ich habe vorhin eigentlich extra kontrolliert, aber anscheinend waren wir zu langsam. Ich stelle halt mein Zeug meistens für 24 Stunden rein. Man kann es theoretisch auch für 12 machen. Dann hat man geringere Einstellkosten. Vor allem, wenn man jemand ist, der jetzt öfter am Tag Zeit hat, sein Zeug zu reposten, macht es tatsächlich Sinn, weil fast auf jedem Server wirst du innerhalb von 12 Stunden easy überboten. Auf vielen Hype-Hop-Servers wirst du nach 5 Minuten überboten oder teilweise sogar schneller. Ne? Da macht es gar keinen Sinn, die Sachen länger einzustellen. Aber bei mir ist es teilweise so, wenn ich jetzt nur einmal am Tag einstelle und dann das Ding nach 12 Stunden ausläuft, dann ist es halt einen halben Tag nicht drin. Ne? Und manchmal ist es halt so, du hast halt vielleicht eine bestimmte Stat-Kombination von dem Item. Ne? Gut, bei den Längen ist es eher weniger, aber bei den anderen Items. Und dann ist vielleicht nur einer vor dir, der wird halt rausgekauft. Und dann ist dein Item trotzdem das günstigste, obwohl du es vielleicht vor 10, 15 Stunden eingestellt hast. Ne? Also das passiert schon auch. Ist zwar auf den Hype-Hop-Servern jetzt nicht ganz so oft der Fall tatsächlich, aber ja. Ab und an verkaufe ich dann auch noch was, wenn es halt schon x Stunden drin ist. Aber ich mache es 24 Stunden, wie gesagt, wenn man jetzt öfter Zeit hat, 12 Stunden ist vollkommen ausreichend. Vor allem in der heißen Zeit, ne, wo die Gewinnspannen teilweise 3, 4, 500% waren, da habe ich es auch 12 Stunden drin gehabt, da habe ich aber auch am Tag 10 Mal repostet. Ne? Also da war das eine ganz andere Geschichte. So, jetzt müssen wir das einmal alles reinhauen, dass wir das Gold unten drunter rausholen können. Ich versuche im Kopf mal schon mal ein bisschen zu überschlagen. Wir hatten 7 Millionen beim anderen.
dann 4, 5 beim nächsten, dann sind wir bei 12. Und dann hatten wir noch, glaube ich, 200 irgendwas K und 500 K. Also vielleicht sind wir so bei 13 aktuell, ne? Was jetzt noch nicht so prattel ist. Ich hoffe, jetzt ziehen wir hier noch ein bisschen was raus. Naja. Man merkt, dass es quasi jetzt mit Shadowlands dahin geht. Dragonflight soll ja ein paar Monate rauskommen. Ich denke mal, dann ist wieder die große Goldgräberstimmung. Da kann man wieder ordentlich was umsetzen. Was ich mich jetzt gerade bloß ein bisschen am Fragen bin, wie viel Gold will ich mitnehmen, ne? Quasi in die nächste Expansion. Ich habe noch vor, einiges auszugeben. Das sind noch einige Punkte, die ich gern haben würde. Auch höhere Millionenbeträge. Und da bin ich halt am Überlegen, so ich 10, 20 Millionen, will ich lieber 50 Millionen quasi mitnehmen, auf Nummer sicher. Weil wenn ich jetzt überlege, am Anfang der Expansion, wie teuer es war, diese ganzen Legendary-Sachen erstmal zu skillen, um dann Gold zu machen, hat natürlich schon einiges gekostet. Und ich hatte halt das Problem, dass ich es jetzt am Ende von BFA so gemacht hatte, dass ich alles Mögliche mit dem Gold noch gekauft hatte, was ich haben wollte für meine Collection. Da waren auch viele teure TCG-Mounts unter anderem dabei. Und dann war ich tatsächlich, zumindest hier auf Antonidas, mit nur ein paar Millionen dagestanden, ne? Und am Anfang hast du ja 50, 60 Millionen gebraucht, um alle Legendary-Sachen hochzuskillen. Das ist natürlich lang nicht mehr der Fall, schlichtweg, weil die Mats jetzt alle so günstig sind. Aber am Anfang war das der Fall. Und dann musste ich teilweise erstmal 2, 3 Legendaries hochskillen, die wieder abverkaufen, um wieder Gold reinzuholen für die nächsten. Und da ist mir schon ein bisschen Gewinn durch die Lappen gegangen. Wenn ich gleich von Anfang an quasi in alle hätte reinballern können, dann hätte man da natürlich wesentlich mehr mitgenommen. Aber gut, so ist das. Sie haben zwar jetzt gesagt, dass sowas mit den Legendaries, diese Kosten, nicht mehr auf uns zukommen werden. Aber das, was Blizzard sagt und was dann wirklich Phase ist, sind teilweise 2 Sachen. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. So, ich habe gar nicht gesagt, was ich hier verkaufe. Hier sind wir bei Schmiedekunst und Schneider. Und das ist eigentlich wie bei den anderen Craft-Chars, ne? Legendary Pieces, 233er und 264er Items. Bloß halt hier dann Stoff und Platte in dem Fall. Gut, was haben wir jetzt hier rausgezogen? Nochmal 5 und ein bisschen was. Heißt, wir dürften overall nicht im Plus sein, aber zumindest ohne die Konsumausgaben haben wir auf jeden Fall Plus gemacht. So, jetzt gucken wir einmal. Tragen wir das noch kurz ein. So, also das sind jetzt 166.698. Okay, also was hätten wir Plus gemacht? Wir hätten Plus gemacht 4, irgendwas Millionen. Die Konsumausgaben schlagen natürlich noch zu. Heißt, wir haben ein bisschen was miese gemacht und sind jetzt overall bei 190 Millionen Gold noch, aber dafür, dass ich immer so viel quasi raushaue für irgendeinen sinnlosen Stuff, ne, ist es vollkommen okay. Gut, damit sind wir wieder durch mit dem kleinen Gold-Opening. Ich werde jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr raushauen und dann sehen wir uns in 4 Wochen wieder und schauen, was wir da so gemacht haben. Und ja, dann verabschiede ich mich. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.